Wieder einmal herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ich möchte dir in diesem Video einmal zeigen, wie du mit einem einfachen Trick den natürlichen Heilungs- und Regenerationsprozess bei einer Sinusitis, also Nasennebenhöhlenentzündung, unterstützen kannst. Dieser Trick soll natürlich nicht die herkömmliche Therapie und Herangehensweise ersetzen, das heißt, weiterhin gilt viel trinken und im Zweifelsfall lieber einmal mehr einen Arzt aufsuchen. Aber ich möchte einfach so ein bisschen als Inspiration dieses Video sehen und dir so ein bisschen, ja, eine weitere Idee geben, was man ansonsten noch machen kann und was du vielleicht oder mit hoher Wahrscheinlichkeit bisher noch nicht kennst. Und an dieser Stelle kommen diese Tape-Pflaster, sogenannte Gitter-Tapes, ins Spiel. Die sind für relativ wenig Geld auch im Internet erhältlich. Ich werde unter das Video in der Infobox mal einen Link posten, wo du diese erhalten kannst. Sie dienen unter anderem auch bei Trägerpunkten zur Unterstützung, bei Tape-Anlagen oder zum Beispiel zur Versorgung von Narben. In diesem Fall nutzen wir die Tapes aber, um eben positiven Einfluss auf die Nasennebenhöhlenentzündung zu nehmen. Das, was ihr dann machen könnt, ist eben so ein Gittertape von der Schablone dann zu lösen. Das ist ähnliches Material wie von einem Pflaster, kann man sagen. Also es fühlt sich auf jeden Fall ähnlich an. Und dieses Gittertape soll dann, während ihr die Augenbrauen hochzieht, um hier in diesem Bereich etwas Spannung zu erhalten, soll knapp über das Nasenbein geklebt werden. Das heißt, ich mache es einmal vor, Augenbrauen hochgezogen. Und dann könnt ihr quasi das hier sanft einmal dran kleben. Im besten Fall sucht ihr euch dafür natürlich einen Spiegel, denn was man verhindern möchte ist, dass es über die Augenbrauen geht. Das heißt, es sollte schon oberhalb des Nasenbeins hier in dem Bereich sein. Das heißt, ich zeige euch das einmal in dem Bereich. Hat so ganz gut geklappt. Kontrolliert einfach nochmal, dass es gut dran haftet. Und das ist auch schon der ganze Trick. Das darf jetzt ruhig für mehrere Tage dranbleiben. Ihr könnt euch ein bisschen daran orientieren, wann es sich wieder auffriemelt. Ihr könnt damit aber auch ganz normal duschen und alles. Es ist natürlich auf den ersten Blick so ein bisschen aufmerksamkeitserregend. Das heißt, die Frage ist halt, ob ihr damit zum Einkaufen, zum Job oder was auch immer wollt. Ich hätte persönlich damit nicht so ein großes Problem, weil es ja auch einfach einen Nutzen hat. Ansonsten könnt ihr es zum Beispiel, wenn ihr wisst, ihr seid sowieso krank zu Hause, könnt ihr es einfach dran machen oder mal fürs Wochenende oder auch einfach mal für einen Tag, um zu gucken, ob es einen positiven Effekt hat. Ich hatte bereits positive Erfahrungen damit gemacht bei mir selber. Nichtsdestotrotz muss man das natürlich schon etwas relativieren. Das ist keine Wunderwaffe. Es soll einfach so ein bisschen den Abtransport fördern, so ein bisschen ein Gefühl schaffen, dass die Nasennebenhöhlen etwas freier werden. Ist jetzt nicht so, dass ich darauf schwöre und jedem zwingend dazu raten würde, aber ist einfach meine Erfahrung wert. Man kann es ausprobieren. Der eine wird wahrscheinlich mehr davon profitieren als der andere. Ich finde, es ist eine Erfahrung wert. Probiert es ruhig mal aus, wenn ihr damit regelmäßig Probleme habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video liked, mir ein Abo dalasst und gegebenenfalls eure Erfahrungen damit mit mir und der Community in den Kommentaren teilt. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund oder werdet gesund, falls ihr gerade eine Nasennebenhöhlenentzündung habt. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.